Als Kriegslok gebaut und nur für 5 Jahre konzipiert, die Baureihe 52. Über 7000 Exemplare entstehen bis 1945. Die Bundesbahn mustert ihre 52er schnell aus. Dagegen sind die 1E-Maschinen bei der Reichsbahn im Osten ein Leistungsträger im Güterverkehr. Ende der 50er Jahre wird entschieden, die 52 grundlegend zu modernisieren. Im RAW Stendal werden 200 Loks mit neuen Kesseln ausgerüstet und die Konstruktion überarbeitet. Nach der Rekonstruktion erhalten die Maschinen die neue Baureihenbezeichnung 5280 bis 82. Die Reko-Loks bewähren sich und bleiben bis in die 90er Jahre im Bestand. In unzähligen historischen Szenen haben wir die Zeit der Reko-Loks nachgezeichnet. Abgerundet wird die Dokumentation über die Nachwendezeit bis in die heutigen Tage bei Museumsbahnen. Laufzeit 58 Minuten.